Kräuter wirken entspannt auf deinen Körper und deinen Geist. Aber nicht alle Kräuter sind gleich. Sich zu sehr auf pflanzliche oder natürliche Produkte zu verlassen, kann auf lange Sicht gefährlich sein. Oft sind es verschreibungspflichtige Medikamente, die sich als nicht sicher erweisen. Aber wusstest du, dass es über 1000 giftige Verbindungen in natürlichen Kräutern geben kann? Im heutigen Video schauen wir uns 4 Kräuter an, die deine Leber schädigen können. Nummer 1. Grüner Tee. Grüner Tee hat Nebenwirkungen. Das ist ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, dass wir immer hören, dass grüner Tee gut für uns ist. Sicher, grüner Tee hat tolle Antioxidantien und ist gut für das Gehirn. Wenn du täglich eine Tasse trinkst, hat das keine negativen Auswirkungen auf deinen Körper. Du musst nur darauf achten, dass du es nicht übertreibst, denn mehr zu trinken kann deiner Leber großen Schaden zufügen. Der Grund, warum grüner Tee ein sofortiger Hit auf dem globalen Gesundheitsmarkt war, sind seine unglaublichen Eigenschaften zum Abnehmen. Aber hier wird es ein bisschen knifflig. Einige Abnehmunternehmen sind bis zum Äußersten gegangen, haben das Produkt entwickelt, die konzentrierte Form von grünem Tee enthalten. Das sind Grüntee-Extrakte. Studien haben gezeigt, dass diese Extrakte Menschen schaden kann, die ihn über einen längeren Zeitraum trinken. Sie zeigen Symptome wie Leber- und Gallenblasenentzündung sowie einen vollständigen Zelltod der Leber. Bei manchen Menschen treten keine Symptome auf, während bei anderen Leberschäden als dauerhafte Nebenwirkung auftreten können. Nummer 2. Beinwell. Hast du schon mal von diesem Kraut gehört? Deine Leber ist ungefähr so groß wie ein Fußball. Sie in Gefahr zu bringen, kann auf lange Sicht tödlich sein. Sie ist an mehr als 30 verschiedenen Funktionen des Körpers beteiligt. Deshalb solltest du sie in der bestmöglichen Verfassung halten. Ohne eine gesunde, funktionierende Leber kannst du nicht überleben. Wer hätte gedacht, dass natürliche Kräuter solche Bösewichte sein können? Beinwell ist einer von ihnen. Dieses Kraut enthält Pyrrolizidin-Alkaloide. Es handelt sich dabei um einige sehr giftige Chemikalien. Traditionell werden sie in der Kräutermedizin zur Behandlung von Magen- und Hautgeschwüren, Atembeschwerden, Wunden, Muskelkater und sogar Knochenbrüchen eingesetzt. Diese Medizin wird aus den Blättern, Wurzeln und Stängeln der Kräuter hergestellt. Untersuchungen haben ergeben, dass es sehr unsicher ist, wenn eine über den Mund eingenommen wird. Er schadet nicht nur deiner Leber, sondern kann auch tödliche Krebs- und Lungenerkrankungen verursachen. Nummer 3. Kava. Kava ist ein traditionelles Getränk, das aus einer Pflanze namens Piper mysticum hergestellt wird. Sie ist auf den Inseln des Pazifiks heimisch. Die Menschen in dieser Region haben aus der Wurzel dieser Pflanze eine Paste hergestellt und sie mit Wasser oder Kokosmilch zu einem Getränk vermischt. Sie verwendeten dieses Getränk bei verschiedenen religiösen Zeremonien, um einen Zustand veränderten Bewusstseins zu erreichen. Kava hat ähnliche euphorisierende und entspannende Wirkungen wie Alkohol. Ein übermäßiger Konsum von Kava kann eine Leberentzündung verursachen, die zu Leberversagen führen kann. Zusammen mit leichten Symptomen wie Gelbsucht, abnormalen Enzymwerten, Hautausschlägen, Fieber, Müdigkeit und Übelkeit. Und Nummer 4. Skullcap. Diese blühende Pflanze ist in Amerika heimisch. Du findest die getrockneten Blätter und Stängel dieses pflanzlichen Medikaments in einigen Medikamenten, die zur Behandlung von Angst, Stress und Schlaflosigkeit eingesetzt werden. Traditionell verwendeten die Amerikaner es zur Behandlung von nervösen Störungen wie Hysterie, Anspannung und Epilepsie. Sie glauben, dass dieses Kraut schlaffördernde und muskelkrampflösende Eigenschaften hat. Skullcap ist zusammen mit einer Mischung aus anderen Kräutern immer rezeptfrei erhältlich. Es kann in Form von Pulvern, zur Zubereitung von Tees oder als flüssige Lösung und auch als Kapseln erhältlich sein. Das chinesische Skullcap unterscheidet sich von der nordamerikanischen Sorte. Beide sind jedoch gleichermaßen gefährlich. Mehrere Fälle haben gezeigt, dass es nach etwa 12 Wochen zu Leberversagen kommen kann. Weißt du auch, was passiert, wenn du täglich Zitrusfrüchte isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir hier verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.